Hallo, willkommen zurück zu Alien Isolation. Wir müssen jetzt eigentlich Apollo verlassen, aber ich würde sagen, wenn möglich mache ich gerade noch ein bisschen Backtracking, weil ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie einfach nur hier durchgerannt bin, was ich ja eigentlich gemacht habe. Einfach mal gucken, ob man nicht noch irgendwas finden können. Oder kann ich das jetzt nicht mehr? Das wäre natürlich dumm. Das ist gerne gemacht. Das wird blöd. Das kann ich gar nicht mehr. Das ist hier übel. Schade. Sonst hat man auch immer die Möglichkeit, noch zurückzugehen. Naja. Blöd, blöd. Wir bauen bessere Welten. Mhm, da kommt schon die Werbung bei dir. Apollo Premieres Interaktionslog. Organismus schützen, ja. Mhm. Kommunikation unterbinden. Ersetzbar. Ja, das ist alles passiert, bevor wir ankommen sind. So, was ist das hier? Zum Maschinenraum. Oh, okay. Das ist interessant. Das hätte man auch gerade noch gerne an die Letch-Folge anschließen. Weil wir jetzt hier offensichtlich eine weitere Mission erledigt haben. Soll ich nur gleich die Waffe wieder kriegen, weil ich bin irgendwie nicht mehr so arg gut bewaffnet. Das, weil ich dann schleichen muss. Uch. Das liebe ich ja so. Also tun wir uns am besten mal ein bisschen Zeit lassen. Was gibt's zu berichten? Apollo folgt Weyland-Yutani-Protokollen. Wie bitte? Season hat sich verkauft. Ricardo, Apollo weigert sich nachzugeben. Angeblich stimmt was mit dem Reaktor nicht. Sie gehören zur Firma. Sagen Sie ihm, das juckt Sie nicht und er soll tun, was Sie sagen. Tut mir leid, Ricardo, aber ich bin nur ein kleiner Fisch. Ich, Samuels, Taylor, wir alle. Wenn wir was wert wären, würde Apollo uns wahrscheinlich nicht so ohne weiteres sterben lassen. Da ist was dran. Den zentralen Reaktor. Jetzt müssen wir echt nur versuchen, ein bisschen zu schleichen. Deckung. Oh oh. Guckt in meine Richtung.
Okay, das da hin. Das heißt, ich kann mich jetzt mal hier umgucken. Hoffentlich. Hier kann ich was machen. Strom wieder herstellen, aber jetzt noch nicht. Interessantes? Ja, nicht. Was willst du? Da drüben? Hä? Wo will ich denn da hinkommen? Oh, das ist ein Sensor. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Die Syntheten spielen verrückt, also habe ich ein paar Leute organisiert, mir zu helfen. Ich habe einen von ihnen in einen Produktionsraum geschickt, aber er ist nicht wieder rausgekommen. Jede Tür ist verschlossen. Und wie zum Teufel soll er in den Lüftungsschacht gekommen sein? Wir sind mit unserem Latein am Ende. Es scheint falsch, einfach weiterzuarbeiten, ohne nach ihm zu suchen. Aber wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Unsere Schicht ist bald vorbei. Ich werde den Vorfall an Waits und die Marshalls berichten. Okay. Gefällt mir jetzt aber auch nicht, wenn Synthede hier einfach verschwinde. Kann ich wohl nichts mehr machen. Ich muss hier hin ran. Da kann ich hier drunter durch. Nö. Das Fenster, wo der Androide drin rumstolziert. Da hinten irgendwas, wo ich hier was sehen kann. Und ist doch so ein Gerät. Das sieht doch interessant aus. Na, komm ich hier nicht rum. Hallo? Okay, Risiko in und bleibe irgendwie hoffentlich unerkannt. Ah, guck mal, hier ist doch was. Ja, das ist doch schon mal was, weil in die Richtung musste man ja. Ah, guck mal an. Wow, hier können wir es ja schon speichern, was wir selbstredend auch tun. Nix. Bitte verlassen Sie diesen Bereich. Zugang zum Maschinenraum beschränkt. Okay. Eat.
Oh shit, fuck. Wow. Wow. Es gibt Wichtigeres zu tun. Oh ja, das stimmt. So, wartet er jetzt oder? Wird fast sein, ich hau wieder durch. Jetzt an, ich hau am besten durch den Lüftungsschacht wieder ab. Herzlich, wo ist denn der? Leider nichts oder nicht so viel, wie ich gerne würde. Okay, wo stolziert der rum? Keine Ahnung. Mission für Bolzenschneider. Terminal, also ist auch gerade eine Karte. Ladungspack ist voll. So, warte mal. Wir haben hier ein Ladungspack und hier scheinen mal. Wollen Sie mehr über Sevastopols Sicherheitsvorschriften erfahren? Oh ne. Der kommt da jetzt nicht drin, das ist gut. Gut, weil ich wollte mal gucken. Ladungspack. Sensor, Ethanol, Ladungspack brauche ich dort davor nicht. Wir behalten Details im Auge, sodass nichts an ihnen vorbeizieht. Fällt mir gar nicht. Immer mal hier rein. Da kurz mal gucken, wie es hier ausschaut. Hier in dem Raum war mal gerade drin. Okay, jetzt sind wir hier unten rauskommen. Und der Kerl läuft offensichtlich hier immer rum. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin, aber. Ah, guck mal an, hier ist eine Kamera.
nicht zu nahe. So, nur mal kurz gucken, wo die Kamera hingeht. Also in der Ecke kann ich wohl gehen. In dem Ecke bin ich wohl sicher. Na, komm, du hast der Droide. Nein! Boah, so dumm kann man doch nicht sein. Und wieder verkackt. Einwandfrei. Ja, du kannst hier nicht rein. So, warte mal nochmal. Verbessert. Das ist doch schon mal was, oder? Gerne. So müssen wir dort hin. Wir haben jetzt einen Schneidbrenner. Müssen wir gucken, was hier ist. In die Werkstatt hin gehen. Oh oh. Ja, geht wieder. So, ich hoffe mal, dass wir hier sicher sind und dann gleich mal dahin an können. Hier nichts mehr, jetzt hier umsonst angegangen oder was?
Und das hier? Ah, du könntest mal nennen. Das ist hier interessant. Dann hat sich doch so ein bisschen gelohnt. Da müssen wir hier gar an. Kann natürlich Asen. Dass wir hier hingehen, ja. Oh. Okay, wo sind wir jetzt da? An der Werkstatt. Oh oh. Hier steht Anna. Der scheint uns nicht zu sehen. Der guckt nicht in unsere Richtung oder so. Aber mir. Oh. Ladungspack. Aber mir. Speichere hier jetzt eher schon mal. Der Vorteil ist, noch haben wir nicht alles in Alarm versetzt. Und dann können wir mal gucken, ob es beim nächsten Mal, ob wir da so einigermaßen gut weiterkommen. Bis dahin dann. Bye bye.